bisschen Ausdauer. Oh, super. Läuft bei mir. Ich weiß, wer sich gleich auf die Nase legt. Weiß. Frohes neues Jahr! Ach nee, einige von euch werden Kopfschmerzen haben. Frohes neues Jahr! Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es auf eine kleine Wanderung. Und zwar beginnen wir gleich mit den schlechten Nachrichten. Habt ihr euch schon bewogen nach den ganzen Fressereien? Ha? Ich nicht, ich traue mich nicht auf die Waage, deswegen laufe ich. Ich laufe so schnell ich kann und wenn ihr dabei bleiben wollt, dann seht ihr, wohin ich laufe. Gut, dass heute kein Donnerstag ist, sonst würde mir der Baum auf den Kopf knallen. Und es wird abenteuerlich. Oh, verdammt, richtig abenteuerlich. Da liegt ein bisschen Schnee auf meinem Weg. Ich habe eigentlich bis jetzt gedacht, dass ich Butter in die Kekse reingelegt habe. Ich glaube, das waren Backsteine. Boah, liegt das alles schwer im Magen. Hartigatti. Was gibt's da für eine Aussicht? Na, das schaut doch schon gut aus. Da kommen wir her. Und da geht es hin. Ich habe gar nicht gewusst, dass der Ministersteig so viel Bergaussicht hatte oder hat. Der einzige Grund, warum ich vor die Tür gehe, ist, um Bergpanorama zu sehen. Ich liebe es einfach. Das ist mein Urlaub für die Seele, ein bisschen Entspannung für den Kopf. Aber heute ist es total komisch. Es ist so mild, ich wollte eigentlich eine Biketour machen. Nach einer Runde mit meinem E-Roller heute Morgen habe ich mir gedacht, ja, na, ist doch vielleicht etwas kalt. Jetzt haben wir 3 Stunden später und es ist so warm. Und eigentlich laufe ich hier durch den Wald, der verschneit sein sollte, höre dabei Weihnachtsmusik und fühle mich aber wie Alice im Wunderland. Also hier ist ja nichts an Schnee. Und warm ist das. Aber gut, beschwere ich mich nicht, weil warm ist besser als kalt. Den Weg liegende Bäume hatten wir schon lange nicht mehr. Hartigatti, das ist aber ein Riesenbaum gewesen. Der war schon ein paar Tage alt. Wahnsinn. Thank you.
soll mal einer behaupten, dass die Highline 179 schwankt. Also das Ding wackelt ja richtig. Seht ihr das? Wahnsinn. Aha, jetzt fällt es mir ein. Mein Mann läuft die Runde und geht mit mir aber nicht auf die Highline 179. Weil der angeblich Höhenangst hat, aber auf dieses Wackelgebümmel geht er. Naja, ist klar. Das hier ist der Ausläufer vom kleinen Plansee. Da kann man nämlich zum Plansee den Weg weiter folgen. Oben sind wir gerade gestanden und das ist der Ausblick von unten. Wunderschön. Der schaut doch mehr nach Winterwunderland aus. Ich weiß, wer sich gleich auf die Nase legt, weil sie zu faul ist, die Grödel anzuziehen. Also hätte ich das gewusst, hätte ich eine Kettensäge mitgenommen. Hier gibt es den ersten Ausläufer. Wir haben tiefsten Winter und es sind schon die ersten Knospen. Möchte ich nur mal festhalten. Das war sie, die Ministersteig-Stuldenfelle-Runde. Um die 8 bis 9 Kilometer hat sie, ich glaube, 450, 500 Höhenmeter. Nagelt mich nicht fest, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Für jeden machbar. Die ist im Grunde D2, das obere Stück, also Ministersteig, und das untere Stück. Bei dem Wetter braucht es halt ein bisschen Grödel auf manchen Stellen, aber das meiste habe ich jetzt auch ohne geschafft. Ich hoffe, es hat euch gefallen, würde mich über ein Like freuen. Und zum Abschluss kommt jetzt die schlimmste Frage aller Fragen, die jeder zum Jahresanfang stellt. Was sind eigentlich eure Ziele für 2024? Habt ihr schon welche?
Macht sie da überhaupt mit? Also setzt sie irgendwelche Ziele, irgendwelche guten Vorsätze? Ich persönlich nicht, weil am 1. setzt man sich die Vorsätze und am spätestens 5. sind sie alle über Bord geworfen. Deswegen, ich versuche mich immer selbst heraus zu challengen und versuche einfach die sportliche Leistung aus dem Jahr davor zu übertreffen. So bin ich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Würde mich über ein Like sehr freuen. Und wenn ihr das nächste Mal mit in die Berge gehen wollt, dann hinterlasst mir doch gerne ein kostenloses Abo. Und dann sehen wir uns wieder. Ciao!